starten wir. Begrüße alle recht herzlich zu der heutigen PK. Anlässlich beim Spiel am Sonntag gegen den FC Schaffhausen. Die jetzt Challenge League Runde 4. Vorneweg eine Info von mir, und zwar betrifft das die kommenden Heimspiele dann bei uns im Rheinparkstadion. Und zwar haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Heimspiele ab September, also am 12. September, wo wir dann wieder mit einem neuen Kleid im Rheinparkstadion haben, ohne Zertifikatspflicht würden durchführen. Dafür haben wir einfach davor den Mindestabstand, also die ganzen Abstandsregelungen, die wir dann einhalten müssen, also ohne 3G. Aber alle nötigen Informationen würden wir dann noch Finalisierung vom Schutzkonzept durchgeben und was es genau bedeutet und wie dann das alles genau aussieht. Einfach, dass ihr dort mal eine Vorinfo von uns habt. Stand jetzt. Genau. Ja, also jetzt nach dem Regierungsentscheid halt, würden wir das mal so machen und dann ja, mal schauen, ob es dann wieder Anpassungen gibt. Ja. Genau. Gut. Also, dann schauen wir voraus auf das Spiel am Sonntag. Personelle Situation, gesperrt ist niemand. Gefördert haben wir den Milan Gajic mit 3 gelben Karten. Verletzt ist weiterhin der Sandro Wieser und Gianni Antoniazzi. Fraglich haben wir den Manu Sutter und Gabi Lüchinger. Und krank ist auch niemand. Ja, Toni, das vergangene Wochenende ein Spiel frei gehabt. Das Gefühl, dass die Pause nach einem resultatmäßig eher harzigen Start von der Mannschaft, dass die gut getan hat, um vielleicht auch den Kopf noch ein bisschen lüften und jetzt mit vollem Elan in die nächsten Partien können starten. Ja, frei haben tut ab und zu schon gut, ja. Und ich denke, ja, Resultate haben vielleicht nicht ganz gestimmt, aber wir sind ja nicht abgeschossen worden. Wenn wir unsere Chancen machen, dann gewinnen wir. Und ja, ich bin überzeugt, wenn wir es am Sonntag machen, dann kommen wir mit 3 Punkten heim. Ja, Mario, seit dem letzten Spiel sind es gerade knapp 2 Wochen vergangen. Eben die 3 Punkte, die wir geholt haben aus den ersten 3 Spielen. Worauf hast du jetzt so ein bisschen das Hauptaugenmerk gelegt? Jetzt in der längeren Phase der Trainings, respektive was muss deiner Meinung jetzt im Gegensatz zu den ersten 3 Spielen verbessert werden, dass man dann vom Sieger könnte, vom Platz gut zum Sonntag gehen? Ja, Toni hat es schon angesprochen. Ich glaube, die Effizienz muss einfach viel besser werden. Ich glaube nicht, dass wir in einem Match die schlechte Mannschaft waren. Wir stecken momentan in einer Resultatkrise. Es ist klar, wir haben uns alle mehr erhofft wie 3 Spiele, 3 Punkte. Und wir haben eigentlich ähnliche Spielformen, eine ähnliche taktische und technisch-taktische Inhalte wie immer im Training. Die Mannschaft hat sehr gut trainiert bisher in dieser Woche und darum sind wir eigentlich sehr zuversichtlich, eigentlich schon in letzter Woche, dass es am Sonntag endlich klappt. Es ist allen bewusst, dass der Druck sehr nicht kleiner wird. Ich war auch sehr forsch gesehen, Anfang der Saison, dass wir vom Wiederaufstieg geredet haben. Ich möchte aber auch gerade vor den anwesenden Journalisten sagen, dass es nicht so war vor 2 Jahren, dass wir immer alle Gegner an die Wand gespielt haben. So, wir haben sehr viele Spiele, die sehr knapp waren, haben wir auch durch Standards gewonnen. Wir haben kaum einen Gegner mal an die Wand gespielt, über 90 Minuten, so wie es jetzt so war. Wir haben immer wieder dominante Phase, aber dass wir uns steigern wollen, ist uns allen bewusst. Aber ich möchte einfach da nochmal dahinter klar sagen, nur wenn wir ein schwarzes Libli haben, sind wir jetzt in Form schwarze Ballett. Und dann möchte ich auch da bitten, dort ein bisschen weniger Erwartungen zu schüren. Weil mir schon bewusst, dass wir noch nicht auf dem Level sind, um uns alle Sachen, aber ich glaube, es kommt schon gut im Schluss. Gut, danke Mario, danke Toni. Sind wir jetzt rot im Ballett? Ja, genau. Es wird dir einen Schlag bekommen unter Borsch und Prellig, aber ganz fix der Fuß, das auch später. Wie schaut es jetzt mit Simone Rapp aus? Simone Rapp ist fix im Kader und wird definitiv auch zum Einsatz kommen. Ja, vielleicht kurz zum Gegner. Denn ein paar aufregende Wochen hinter sich. Trainer ist nicht mehr Trainer. Hakan Yakin ist jetzt Interim. Was denkst du? Ist das eher gut oder schlecht für Sie, also dass so ein bisschen ein Wechsel drin fällt? Da müsste ich eigentlich der Toni fragen. Toni ist Familienmitglied von der Familie Yakin. Er wird dazu sehr mehr dazu sagen können. Es ist sehr so, dass der Hakan ähnliche Sachen machen wird wie der Muri. Er wird sich auch sehr immer noch mit dem absprechen. Dann erwarten wir sie eigentlich schon ähnlich wie der letzte Woche, muss man sagen, schon Fuß hat. Ähnlich wie mir, eigentlich zu wenig Punkte auf dem Konto. Gerade in Aarau müssten sie eigentlich klar gewinnen für den Rundumschuss 2-0. Jetzt auch gegen Winterthur, ist ein Spiel gewesen, auf beide Seiten kippen kann. Also ist eine gute Mannschaft, ja, wahrscheinlich die meisten der Challenge League, wird wieder ein enges Spiel. Aber für uns gilt es jetzt auf den Bock umzustoßen und die ersten 3 Punkte zu holen. Die zweite, wenn ich jetzt viel gefunden habe. Dann gehen wir fragen an Toni Witter, wenn er da Insider irgendwas hat. Ja, der Mario hat eigentlich alles schon gesagt. Ja, ich glaube auch, dass der Haki jetzt machen wird.
Ich denke, wird sicher ein taktisches Spiel, sehr geduldiges Spiel für uns. Und eben, wie vorher schon gesagt, wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir mit 3 Punkten heimkommen. Wie stufst du denn jetzt in die Mannschaft von Schaffhausen ein? Ja, wie gesagt, so die ganze Stufe nach dem Abgang von Muri ist sicher der ein oder andere Spieler ein bisschen schockiert. Aber ich persönlich habe ihm noch gratuliert und habe ihm gesagt, dass das nicht so ein kleiner Sprung ist, wo die jetzt schon in die Tatsache zu kommen. Aber ich denke, das ist keine schlechte Mannschaft, das ist eine gute Mannschaft. Wo siehst du? Stärker, schwerer? Eigentlich ähnlich, weder wie der letzte Woche sind zwei sehr gute Stürmer mit Portain und Ardais, wo bei Lugano siehst, wo zwei Goal gegen uns gemacht hat. Mit Lugano. Also vorne haben sie gute körperliche Präsenz. Der Ardais ist eher der physisch starke und der Portain ist eher der schnelle, der in die Tiefe geht. Dann haben sie sehr viele kleine Spieler, technisch sehr gute Spieler, die natürlich die Kunst als extrem entgegenkommt. Für uns gilt es auch, dass wir sehr gut verteidigen, dass wir wenig zulassen und dass wir ihre Schwächen, die sie sehr im Umschaltspiel defensiv haben, das meine ich oft decken. Und in die Rückstand geraten wieder. Das wäre sehr zielführend, ja. Wie schwierig ist diese Balance eben, wie auch in Lausanne, wo es ja hinten mehr oder weniger meistens sehr gut funktioniert, dass man wenig zulässt und eben, dass man vorne die Dinger macht? Weil es war in Lausanne immer viel Leerlauf drinnen, bis auf die letzten 5 Minuten dann wieder. Und dass man auch diese Balance besser findet. Ja, das ist das Ziel für uns. Auf der anderen Seite, wie gesagt, möchte man defensiv wieder ähnlich gut stehen, wenig zulassen. Es spielt natürlich jetzt so die Überlegung wieder von mir mit, ob ich ihn an defensiv spiele, mehr ich bringe. Was ich mir eigentlich vor dem letzten Spiel schon vorgenommen habe, aber nicht gemacht. Und eine Überlegung findet immer noch statt. Mal schauen, ob es am Sonntag dann umgesetzt wird. Der hat sich das System ein bisschen ändern, wenn der Simone Rapp spielt. Nicht unbedingt, nein. Also er ist eigentlich prädestiniert dafür, dass er einen Lauf auch noch spielen kann. Es müssen einfach 2 Querlinge um ihn herum sein, die dann auf die Tiefe gehen. Aber grossartig ändert wird sich das System von dem her nicht, ob der Simone spielt oder nicht. Aber du denkst schon eher an einen Teileinsatz? Jetzt gerade durch die lange Verletzungspause, die er hatte, und aufgrund, dass wir jetzt gerade das erste Spiel auf Kunststraße haben, tendiere ich dazu, dass er von der Bank kommt. Ja.